Henrik Imboda gehört zu den wenigen Meinungsmachern in Deutschland, die tatsächlich eine Meinung haben und noch dazu meist die richtige. Seine Themen sind breit und reichen von Pornografie über Fernsehkultur bis hin zum deutschen Erinnerungswahn. Was der Inhalt seines aktuellen Buches ist, das man im Foyer der Aula übrigens stehen kann. Ich glaube, das wird ihn auch freuen, wenn Sie das tun später. Im Gegenzug wird er das vielleicht signieren. Manche nennen ihn einen Polemiker, aber im Grunde ist Henrik Broder eine Art Ein-Mann-PR-Agentur für das Gute, die dafür sorgt, dass die Feingeister der Welt die Beschreibungen erhalten, die ihnen zustehen. Zu seinen Lieblingsklienten gehört der iranische Hobbyhistoriker und sogenannte Staatspräsident Mahmoud Ahmadinejad, dessen konstruktive Vorschläge für einen Frieden in Nahost er hierzulande popularisierte, in seinem mittlerweile Kult gewordenen Essay »Gebt den Juden Schleswig-Holstein« vor der Tür erhältlich. Außerdem verfasst Henrik Broder zur Imagepflege seiner Klienten gekonnte Aphorismen, etwa über den Fernsehauftritt einer Dame, die vor kurzem meinte, für das Amt des Bundespräsidenten kandidieren zu müssen. Zitat: In jedem normalen Land käme die Ambulanz, in Deutschland kommt die Kulturzeit. Zitat Ende. Über einen hierzulande bereits erwähnten Schriftsteller oder als Schriftsteller anerkannten Zeitgenossen, der jüngstens wieder das Feuilleton beschäftigte. Zitat: Nicht ganz dicht, aber ein Dichter. Oder über eine traditionelle Institution des öffentlichen Lebens, my personal favorite, fuck you ZDF. Zuletzt fuhr Henrik Broder in Begleitung von Hamed Abdelsamed 30.000 Kilometer quer durch Deutschland und kandidierte mit selbigen Partner erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik als Doppelspitze für das Amt des Bundespräsidenten. Lieber Herr Broder, wir sind sehr froh, dass Sie heute bei uns sind, auch wenn einige, die ich gehört habe, sicherlich enttäuscht sind, dass Sie Wilma nicht mitgebracht haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um das Heidelberger Symposium zu eröffnen. Und das soll nur geschehen. Over to you. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wirklich einer der wenigen Momente, wo ich dann doch bedauere, mein Studium rechtzeitig abgebrochen zu haben, weil ich hätte dann vielleicht doch die Chance, öfter so wunderbare Hallen zu besuchen. Aber es hat auch so geklappt. Vielen Dank für die Einführung. Ich will das gleich entdramatisieren. Das mit dem Meinungsmacher, ich weiß nicht, ob das stimmt, wissen Sie. Und die richtige Meinung, ich bin selbst manchmal nicht meiner Meinung. Und es klärt sich dann in einem autonomen oder vielleicht autistischen Dialog mit mir selber, ob ich dann doch meiner Meinung bin oder lieber nicht. Aber im Prinzip mache ich das, was mir Spaß macht. Und ich würde mich nie in die Riege der Meinungsmacher einfügen wollen, die vorhaben, die Welt zu ändern und deswegen auf einem Feldbett im Studio von Maybrit Illner übernachten, um jederzeit verfüglich zu sein. Und da ich ja schon etwas älter bin, das kann ich leider nicht leugnen, hoffe ich, dass mir das gütige Schicksal es erspart, mich so zu entwickeln wie Peter Schollatour. Ja, also ich habe ein größtes Misstrauen und Missbehagen gegenüber Leuten, die erstens alles wissen, zweitens alles besser wissen und drittens mit ihrem alles besser Wissen ausziehen, die Welt zu verändern. Ich finde, die Welt ist schon genug verändert worden. Jetzt kommt es wieder mal darauf an, sie zu erklären. Jedenfalls vielen Dank für die Einladung. Und was Wilma angeht, Wilma können Sie morgen Abend im dritten Programm des Bayerischen Fernsehens sehen. Da bekommt nämlich Wilma den Bayerischen Fernsehpreis verliehen. Morgen Abend. Also, meine Damen und Herren, liebe Studenten, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, hätten Sie mich gebeten, heute zu Ihnen über Berufe zu sprechen, die wir nur noch aus der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts kennen, wäre mir die Wahl nicht schwer gefallen. Ich hätte mich sofort für die Kaltmamsell und den Schiffsschaukelbremser entschieden,
ersatzweise für den Laternenanzünder und das Fräulein vom Amt. Es wäre mir auch ebenso leicht gefallen, Ihnen aus dem Stand zwei, drei Berufe mit Zukunft zu präsentieren, zum Beispiel Eventmanager, Konkursverwalter und Gleichstellungsbeauftragter. Da Sie mich aber gebeten haben, zu Ihnen über Mut und Moral zu sprechen, Mut und Moral, habe ich eine Weile darüber nachgedacht, welche abstrakten Begriffe mir am wenigsten etwas bedeuten, welche ich für vollkommen überholt und überflüssig halte. Und siehe da, ich kam beinahe zwangsläufig auf Mut und Moral. Es sind Begriffe, die im Laufe der Zeit so vollständig ausgehöhlt wurden, dass sie heute für alles und nichts dastehen. Die perfekte Hülle ohne jeden Inhalt, sprachliche Tupperware, in die man alles hineinpacken kann. Zwar gibt es auch heute noch Mutproben, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind, wenn zum Beispiel Jugendliche in Berlin S-Bahn surfen oder wenn eine unbedarfte TV-Moderatorin von einem inneren Reichsparteitag spricht und damit ein Eklat auslöst, aber das sind die Ausnahmen. Wenn heute von Mut die Rede ist, dann ist meistens Zivilcourage gemeint. Und Zivilcourage steht hoch im Kurs. In der Bundesrepublik werden jedes Jahr mindestens 2 Dutzend Preise für Zivilcourage verliehen und jedes Jahr kommen neue dazu. Im Februar letzten Jahres gab die Kulturstiftung Pro Europa bekannt, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland würde für ihren Rücktritt nach einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss den Europäischen Kulturpreis für Zivilcourage erhalten. Ja, in der Begründung hieß es, Käßmann habe sich zu ihrer persönlichen Verantwortung bekannt und die Konsequenzen gezogen. Damit habe sie erheblichen Mut bewiesen und sei zum Vorbild für andere Personen des öffentlichen Lebens geworden. Die Preisverleihung sollte am 4. März in der Frankfurter Paulskirche stattfinden. Nicht im Festsaal des Henninger Turms oder in den Räumen der Binding Brauerei, die ihrerseits den Binding Kulturpreis verleiht, nicht in der bekannten Frankfurter Appleboy-Gaststätte zum Grauen Bock und auch nicht bei den Liebfrauen im Kapuzinerkloster. Nein, es musste schon die Paulskirche sein. Allein schon die Wahl des Ortes zeugte von einem hohen Maß an Zivilcourage und konnte nur im Zustand der Vollnüchternheit gefallen sein. Leider sind wir um das Vergnügen gekommen, die Preisträgerin bei ihrer Dankesrede zu erleben. Margot Käßmann lehnte den Preis ab. Nicht etwa, weil sie ihn nicht verdient hätte, sondern aufgrund der hämischen Berichterstattung einiger Medien. Hätte man ihr, erklärte sie, den Europäischen Preis für Zivilcourage allein für den Satz »Nichts ist gut in Afghanistan« verliehen, hätte sie die Auszeichnung angenommen. Aber der Rekurs auf den Rücktritt vom Amt nach einer alkoholisierten Autofahrt war ja dann doch ein wenig peinlich. Ich dagegen finde, es gehört viel mehr Mut dazu, betrunken Auto zu fahren, als den Satz »Nichts ist gut in Afghanistan« zu sagen. Was soll an dieser Feststellung mutig sein? Und es gehört schon gar kein Mut dazu, nach einer Verfehlung von einem Amt zurückzutreten, das seinem Träger vor allem gute Manieren und sonst nichts abverlangt. Auch der Landkreis Ravensburg verleiht seit 2008 jedes Jahr einen Preis für Zivilcourage. In der Begründung heißt es, der Zivilcouragepreis möchte zivilcouragiertes Verhalten in der Öffentlichkeit honorieren. Wir möchten die Menschen für das Thema sensibilisieren, an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern und zum Nachdenken anregen. Sensibilisieren, erinnern und anregen lautet also das Programm, ein anspruchsvoller Dreiklang aus wenig, nichts und gar nichts. Da passt es gut, dass Richter Alexander Holt die Schirmherrschaft für den Preis übernommen hat. Ein Volljurist, der seit 10 Jahren auf Sat.1 fiktive Justizfälle verhandelt, wobei er mutig, couragiert und vollmundig sich und die Rechtsprechung zum Deppen macht. Den Siegern beim Ravensburger Preis für Zivilcourage winken wertvolle Preise,
unter anderem ein Jahresabo der Schwäbischen Zeitung und eine Fahrt mit einem Polizeiboot. Die Redaktion der Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst des ZDF zeichnet seit 2002 Menschen aus, die im Alltag Zivilcourage bewiesen, indem sie beispielsweise eine Straftat verhinderten, zur Aufklärung einer Straftat beitrugen oder dem Opfer einer Straftat zu Hilfe kamen. Im Jahre 2009 wurde der Preis zum ersten Mal an einen Toten vergeben, den Münchner Manager Dominik Florian Brunner, der am S-Bahnhof Solln von zwei Jugendlichen zu Tode geprügelt wurde, nachdem er versucht hatte, vier Schülern, die von den nur wenig Eltern Raudis bedroht und angegriffen wurden, zu Hilfe zu kommen. Innerhalb von einer Minute fügten sie ihm 22 Schläge und Tritte zu, alle 3 Sekunden einen. Da aber keine dieser Verletzungen unmittelbar zum Tode des Opfers führte und Brunner an einem vom Überfall völlig unabhängig erfolgten Herzversagen starb, blieben die Urteile des Gerichts unter den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft. Kaum eingeäschert, wurde der Tote mit Ehrungen überhäuft. Der bayerische Ministerpräsident verlieh ihm posthum den Bayerischen Verdienstorden, der Bundespräsident den Verdienstorden erster Klasse der Bundesrepublik, ein Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und München, FC Bayern München und dem 1. FC Nürnberg begann mit einer Schweigeminute zu Ehren von Brunner. In München wurde nach ihm eine Straße benannt und in seiner Heimatgemeinde Ergoldsbach ein Denkmal errichtet. Alles als Zeichen der Dankbarkeit alle mitfühlenden Menschen in Deutschland für die Menschlichkeit, die Hilfsbereitschaft und die Zivilcourage, die Dominik Brunner selbstlos zeigte, als er erkannte, dass andere Menschen in Not sind, wie es Bundespräsident Köhler formulierte. Was allerdings bei all diesen Ehrungen nicht zur Sprache kam, war die einfache Frage, warum niemand Brunner zu Hilfe kam, als dieser am Boden lag und um sein Leben kämpfte. Es gibt dafür eine einfache Erklärung. Wer einem anderen zu Hilfe kommt, riskiert nicht nur selber zusammengeschlagen, er riskiert auch, zum Opfer der Justiz zu werden. 2 Monate nach dem Drama am S-Bahnhof Solln kam es an einer anderen Münchner S-Bahn-Station zu einem ähnlichen Vorfall, wenn auch ohne tödlichen Ausgang. Ein betrunkener Schläger hatte 2 Frauen bedroht und eine von ihnen mit einer abgebrochenen Bierflasche niedergestreckt. Ein anderer S-Bahn-Nutzer griff ein, es kam zu einem Gerangel, bei dem der Angreifer stürzte und sich eine Hand brach. Die Münchner Staatsanwaltschaft stellte einen Strafbefehl wegen Körperverletzung. Ein Münchner Amtsrichter verurteilte den Mann, der den Frauen helfen wollte, zu 600 Euro Geldstrafe. Es gibt inzwischen in der Bundesrepublik mehr Preise für Zivilcourage als Wetterstationen. Das Land Rheinland-Pfalz verleiht einen, ebenso Nordrhein-Westfalen, der Zentralrat der Juden in Deutschland und die jüdische Gemeinde zu Berlin, die Stiftung Bündnis für Kinder, gegen Gewalt, die Freiburger Bürgerstiftung und die Rattenfängerstadt Hameln. 15 Kommunen, die sich zum Bund der Lutherstädte zusammengeschlossen haben, vergeben alle 2 Jahre den Preis das unerschrockene Wort an Frauen und Männer, die bereit sind, für unerschrockenes Auftreten Unbill in Kauf zu nehmen, wie Martin Luther zu seiner Zeit. Mittlerweile kann man Zivilcourage ebenso outsourcen wie die Müllabfuhr oder das Verteilen von Knöllchen. Alles, was man dazu braucht, ist ein Verein oder eine Stiftung und ein Preisträger, die irgendwann irgendwie Mut bewiesen hat. Mut bewiesen, indem er oder sie Widerstand gegen Atomkraft und Rüstungsindustrie geleistet, die kapitalistische Globalisierung bekämpft, gegen Massentierhaltung und andere Tierquälereien protestiert oder als Vorsitzende des Vereins Pädagogen für den Frieden das Zentrum für Friedenskultur ins Leben gerufen hat. Und glauben Sie bitte nicht, ich hätte mir all diese Aktivitäten ausgedacht. Ich wünschte, ich wäre dazu in der Lage. Es gibt sie wirklich und sie wurden alle mit Mutpreisen prämiert. Die Inflation der Zivilcourage-Auszeichnungen lässt sich mit dem Bedürfnis nach Helden in einer postheroischen Gesellschaft erklären. Früher war nicht nur alles besser, es war auch einfacher. Einmal im Jahr versammelte man sich am Denkmal zu Ehren der im Krieg gefallenen Verteidiger des Vaterlandes. Damit hatte man eine patriotische Pflichtübung geleistet und zugleich
den eigenen Gefühlshaushalt stabilisiert. Heute muss man sich schon mehr einfallen lassen. 67 Jahre Frieden, das bedeutet 67 Jahre ohne Mutproben, ohne Grenzerfahrungen, ohne Grenzüberschreitungen. Es sei denn, man begleitet einen Castor-Transport von Le Hague in Frankreich nach Gorleben im Wendland und kettet sich unterwegs an die Gleise, um den Transport aufzuhalten. Wann immer ich solche Szenen im Fernsehen sehe, frage ich mich, was wäre, wenn die Polizei den Kampfplatz den Demonstranten einfach überlassen würde. Einfach nicht aufmarschieren oder in aller Ruhe abziehen. Stell dir vor, es gibt eine Demo und die Polizei macht nicht mit. Wie lange würden die Demonstranten es in unmittelbarer Nähe der Castor-Behälter aushalten? Die Mutprobe müsste ins Wasser fallen und kein Mensch würde den Demonstranten Zivilcourage attestieren, wenn sie irgendwann aufgeben und nach Hause in ihre atomwaffenfreien Wohnküchen zurückgehen, leicht radioaktiv angehaucht. Die Bilder der erschöpften Gleisbesetzer auf der einen, der Polizisten in den martialischen Kampfanzügen auf der anderen Seite, der Verfolgungsjagden durch Felder und Wälder suggerieren eine extrem ungleiche Chancenungleichheit. Aber wie so oft bei Auseinandersetzungen, denen ein ungeschriebenes Drehbuch zugrunde liegt, sind die Schwachen in Wirklichkeit die Stärkeren, denn sie geben das Tempo vor. Für die einen ist es ein Abenteuer, von dem sie noch ihren Enkeln erzählt werden, so wie ihre Großväter ihnen von Verdun erzählt haben. Für die anderen ein Job mit hohem Verletzungsrisiko. Die einen sind hochmotiviert, denn sie müssen die Welt retten, die sie sich, wie man immer wieder hören kann, von ihren noch ungeborenen Kindern nur geliehen haben. Die anderen machen Dienst nach Vorschrift, für den sie auch noch schlecht bezahlt werden. Auf welcher Seite die Sympathien der Betrachter liegen, ist eine Frage, die jeder RTL2-Zuschauer in der Werbepause beantworten kann. Dennoch gelten die militanten Atomkraftgegner als mutig, ebenso wie die Senioren, die Stuttgart 21 verhindern und den bedrohten Juchtenkäfer vor der Extermination retten wollten. Der Schauspieler Walter Sittler, einer der widerlichsten Galionsfiguren bei den Stuttgarter Demos, sprach immer wieder von der Pflicht, Widerstand zu leisten. Auch nach der verlorenen Volksabstimmung mochte er nicht aufgeben und bekundete seinen tiefen Respekt vor demokratischen Spielregeln mit dem Satz: Ein Stück Blech wird nicht Gold, bloß weil eine Mehrheit das sagt. Wenn in Gorleben und in Stuttgart und auch auf den Abenteuerspielplätzen der Occupy-Bewegung mutige Menschen Widerstand leisten, was war es dann im Jahre 68 in Prag, im Jahre 89 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, vor einem Jahr in Kairo, Tunis und Tripolis? Und wie könnte man das beschreiben, was heute derzeit in Homs und Aleppo passiert? 67 Jahre Frieden haben dazu geführt, dass sich die Bedingungen für Mut und Widerstand verschoben haben. Um ein widerständiges Leben zu führen, muss man heute kein Risiko für Leib und Leben mehr eingehen. Man muss nicht desertieren, man muss keine Juden im Keller verstecken, man muss nicht Kommunisten, die verfolgt werden, zu Hilfe kommen. Es reicht, dass man Bionade statt Coca-Cola trinkt, Ökostrom bezieht und beim Einkauf darauf achtet, dass der Kaffee fair gehandelt und die Bananen ortsnah angebaut wurden. Wohlfeiler war Widerstand noch nie zu haben. Der Begriff Mut ist vollständig ausgehöhlt, entkernt und enteiert worden. Wie soll man denn Mut in einer Gesellschaft praktizieren, die inzwischen ganz andere soziale Einstellungen fordert und fördert? Planungssicherheit, Nachhaltigkeit und ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Auch mit dem Begriff Moral ist es mittlerweile nicht weit her. Ich will nicht darüber jammern, dass dieser Begriff so auf den Hund gekommen ist, denn als ein vom Landgericht Berlin anerkannter Pornograf habe ich meinen Teil zum Zusammenbruch des moralischen Überbaus beigetragen. Ich war 24, als ich ein Buch schrieb, in dem ich mich für die Freigabe der Pornografie aussprach. Und wenn ich auf etwas wirklich stolz bin, dann ist es eine leider inzwischen gelöschte Vorstrafe wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften,
die ich mir etwa zur gleichen Zeit einfing. 1784 hielt Friedrich Schiller eine Rede, in der er die Schaubühne als eine moralische Anstalt definierte, die nicht der Kurzweil, sondern der Aufklärung dienen und den Menschen helfen sollte, ein Mensch zu sein. Seitdem gilt in Deutschland die Unterscheidung von E- und U-Kultur. Die eine ist langweilig und wertvoll und die andere vergnügungssteuerpflichtig und produziert keinerlei moralischen Mehrwert. Ich nehme an, es ist niemand unter uns, außer mir, der sich noch an den Film Die Sünderin mit Hildegard Knef erinnern kann, der 1951 in die Kinos kam. Wir wissen aber, dass dieser Film einen Skandal ausgelöst hat, der die damals noch junge Republik monatelang beschäftigte. Und entgegen der weit verbreiteten Meinung, der Stein des Anstoßes sei eine Nacktszene gewesen, in der eine Brust von Hildegard Knef ganz kurz und verschwommen im Profil zu sehen war, ging es doch um ein wenig mehr, nämlich den Plot. Eine ehemalige Prostituierte kehrt auf den Strich zurück, um ihrem schwerkranken Freund zu helfen, der operiert werden muss, aber kein Geld hat. Am Ende leistet sie ihm Sterbehilfe und begeht anschließend Selbstmord. Heute wäre das ein Fall für das Vorabendprogramm, für gute Zeiten, schlechte Zeiten oder die Lindenstraße. Aber damals, vor 60 Jahren und gerade mal 6 Jahre nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, war die moralische Infrastruktur im Lande noch einigermaßen intakt. In vielen Städten bildeten sich Aktionskomitees gegen den Film. Der damalige Erzbischof von Köln, Kardinal Josef Frings, verurteilte das Machwerk in einem Hirtenbrief an die Gläubigen. Priester gingen in die Filmtheater, in denen der Film gezeigt wurde, aber nur um Stinkbomben zu werfen. Vor den Kinos wurden Flugblätter verteilt, die Sünderin, ein Faustschlag in das Gesicht jeder anständigen deutschen Frau. Hurerei und Selbstmord, sollen das die Ideale eines Volkes sein? Nicht ganz so radikal, aber immer noch recht heftig, fielen 7 Jahre später die Reaktionen auf den Film Das Mädchen Rosemarie von Rolf Thiele nach einem Roman von Erich Kuby aus. Es war die Geschichte der Frankfurter Edelprostituierten Rosemarie Nitribit, zu deren Kunden nicht nur gut betuchte, sondern auch sehr angesehene Männer aus der Frankfurter Gesellschaft gehörten. Sie wurde 1957 ermordet, die Tat bis heute nie aufgeklärt. Diesmal waren es nicht die Kirchen, die den Film zu einer Gefahr für das Allgemeinwohl erklärten, sondern das Auswärtige Amt, das eine Aufführung bei den Filmfestspielen in Venedig verhindern wollte. Der zuständige Filmreferent im Außenamt erklärte nach einer Privatvorstellung, der Film verallgemeinere negative Erscheinungen und verbinde den politischen Werdegang der Bundesrepublik mit wirtschaftlichem Aufstieg und moralischem Niedergang. Zudem sei er dazu angetan, dem deutschen Ansehen im Ausland zu schaden. Anders als im Falle der Sünderin galt es nicht, den moralischen Niedergang zu stoppen, sondern es ging nur darum, seine Zuschaustellung zu verhindern, zumal im Ausland. Das Wirtschaftswunder war in vollem Gang. 1955 lief der einmillionste Käfer vom Band, der Export boomte. Eine Schädigung des deutschen Ansehens konnte sich negativ auf die Handelsbilanz auswirken. Es gab keinen Dammbruch, es war ein langsamer Korrosionsprozess. 1963 wehte bereits ein ganz anderer Wind durch die Republik als 10 Jahre zuvor. Ingmar Bergmanns Film Das Schweigen bot sexuell explizite Szenen, die man vorher nicht in einem öffentlich zugänglichen Film sehen konnte. Dennoch gab die freiwillige Selbstkontrolle den Film ohne Schnitte ab 18 Jahre frei und sparte nicht mit Lob. Gerade die heiklen Szenen seien von höchster künstlerischer Intensität und treffender Symbolkraft. Die Filmbewertungsstelle verlieh dem Kunstwerk das Prädikat besonders wertvoll. Auch die Kirchen hielten sich zurück. Die Anhänger einer eher restriktiven Auslegung des Kunstbegriffes gründeten daraufhin die Aktion Saubere Leinwand und sammelten über 1 Million Unterschriften. Einer der Initiatoren, der CDU-Bundestagsabgeordnete Adolf Süsterhen, stellte im Bundestag den Antrag,
das Grundgesetz zu ändern. Artikel 5 Absatz 3, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, sollte um den Passus im Rahmen der allgemeinen sittlichen Ordnung ergänzt werden. Da nur ein Teil der CDU-Fraktion seinen Antrag unterstützte, nicht mal seine Parteigenossen standen hinter ihm, kam Süsterhen nicht weit, wie schon Jahre zuvor mit seinem Einsatz für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Er wurde zum Objekt von Häme. Heinrich Böll verspottete ihn als Professor Lüsterhahn. Wer heute noch Moral primär als Sexualmoral definieren würde, hätte auch die Lache auf seiner Seite. Promiskuität, Ehebruch, gleichgeschlechtliche Beziehungen, vorehelicher Sex, Selbstbefriedigung waren noch vorgestern entweder verpönt oder verboten, auf keinen Fall aber Gegenstand öffentlicher Erörterung. Schwangere Frauen trugen keine Leggings, sondern Umstandsmoden, als würden sie sich schämen, wie weit sie es haben kommen lassen. Eltern, die ihre Kinder mit deren Lustpartnern in der gemeinsamen Wohnung übernachten ließen, riskierten ein Verfahren wegen Kuppelei. Nacktheit auf der Bühne war so unvorstellbar wie eine Live-Übertragung aus dem Kreissaal. Heute dagegen macht ein Regisseur von sich reden, der die Räuber von bekleideten Schauspielern spielen lässt. Das findet das Feuilleton dann ganz ungewöhnlich. Ich bin mir nicht sicher, ob alle diese Entgrenzungen der Gesellschaft gut getan haben, ob der Prozess der Enttabuisierung die Menschen glücklicher und zufriedener gemacht hat. Einiges spricht dafür, vieles dagegen. Seit man überall hinreisen kann, ist die Welt mit Brettern vernagelt, hat mal Hans-Dieter Hüsch gesagt. Auf die heutige Situation übertragen hieße das, seit man alles tun darf, macht kaum noch etwas wirklich Spaß. In jedem Fall aber, finde ich, ist eine Generation, die sich für Sex, Drugs und Rock'n'Roll begeistert, besser dran als eine, die von der Schulbank in die Kaserne und von der Kaserne auf das Schlachtfeld geschickt wurde. Der Philosoph Herbert Marcuse hat den Begriff repressive Toleranz geprägt, den er im Gegensatz zu befreienden Toleranz setzte. Die eine dient dazu, gesellschaftliche Verhältnisse zu stabilisieren, die andere ist eine utopische Vorstellung, die noch von keiner Gesellschaft verwirklicht wurde. Marcuse hat mit seinen Ideen eine ganze Generation beeinflusst, zumindest meine. Mit einem Marcuse-Zitat im Ärmel konnte man jede Party, jedes Seminar aufmischen. Man musste zum Beispiel nur sagen, nicht das Bild einer nackten Frau, die ihre Schamhaare entblößt, ist obszön, sondern das eines Generals in vollem Wichs. Und schon hatte man sich als kritischer Intellektueller geoutet. Heute würde vermutlich sogar der Generalinspekteur der Bundeswehr diesen Satz unterschreiben. Moral ist also eine flexible, extrem wandelbare Größe. Niemand stört sich daran, dass Berlin von einem bekennenden Homosexuellen regiert, von einem schwulen Außenminister im Ausland vertreten und von einem zwar verheirateten, aber nicht mit seiner Frau lebenden Bundespräsidenten repräsentiert wird. Sic transit gloria mundi. Nachdem die Bundesvertreterversammlung des Katholischen Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften den Beschluss gefasst hatte, schwule Schützenkönige und Königinnen müssten die Werte und Traditionen des christlichen Glaubens vertreten, wozu auch gehört, dass ein homosexueller Schützenkönig bei repräsentativen Anlässen in weiblicher Begleitung auftreten muss, rief die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders, den Bund der historischen Schützenbrüderschaften auf, die mit großer Mehrheit getroffene Entscheidung zu überdenken. Sie finde es befremdlich, teilte die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle mit, dass die Schützen schwule Königspaare nicht dulden wollten. Das sei, sagte sie, keine Bagatelle, sondern ein Signal der Intoleranz. Das Ausbleiben von Empörung mit der repressiven Toleranz zu erklären, wäre ganz im Sinne von Marcuse, aber trotzdem Unsinn. Die Privatisierung der Moral mag dazu angetan sein, gesellschaftliche Verhältnisse zu stabilisieren, indem sie Konflikte aus dem Öffentlichen
in den privaten Raum verlagert, wo sie dann individuell wegtherapiert werden. Trotzdem ist diese repressive Toleranz allemal einem moralischen Regime vorzuziehen, bei dem irgendeine Instanz die Grenzen des Erlaubten bestimmen kann. Die Kirchen mögen diese Entwicklung bedauern, sie sind aber nicht in der Lage, sie zu stoppen. In den USA gibt es inzwischen Kirchen und Synagogen, die von homosexuellen Männern und Frauen besucht werden, allerdings noch keine explizit schwule Moschee. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, so wie es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch der Fetischismus als eine legitime Form sexueller Veranlagung anerkannt wird. Dann werden Menschen, die sich von Fahrrädern, Hollywood-Schaukeln oder Flipperautomaten angezogen fühlen, in der Lage sein, die Objekte ihrer Begierde zu heiraten. Sie glauben, ich fantasiere? Nein, ich extrapoliere. Die Idee, dass Männer Männer und Frauen Frauen heiraten dürfen, wäre noch vor 20, 30 Jahren ein absolutes No-Go-Gelände gewesen. Stoff für Science-Fiction. Heute wird nur noch über Details gestritten, zum Beispiel, ob die eingetragenen Partnerschaften den konventionellen Ehen gleichgestellt werden sollen. Ich bin dafür. Ich bin für die totale Gleichstellung. Alles andere wäre eine Diskriminierung zum Nachteil der heterosexuellen Partnerschaften. Ich bin auch dafür, einen Hetero-Pride-Day einzuführen und einmal im Jahr eine Hetero-Pride-Parade abzuhalten, um einer schleichenden Entwertung dieser Lebensformen entgegenzuwirken. Denn es gehört in der Tat inzwischen ein wenig Mut dazu, sich als Hetero zu outen oder auch nur die Frage zu stellen, ob alle Formen des Zusammenlebens und Auslebens als gleichwertig gelten sollen und ob es nicht doch einen Unterschied ausmacht, ob die eine Familie ihre Tochter dazu zwingt, ihren Cousin zu heiraten und die andere das Abitur zu machen. Denn beide Familien wollen, zumindest subjektiv, für ihr Kind nur das Beste. Ich habe eine Weile nach anschaulichen Beispielen gesucht, mit denen man den Mut zur Moral, so etwas geben sollte, illustrieren könnte. Aber alles, was ich gefunden habe, war entweder albern oder banal oder albern und banal. Es gibt in den USA eine Bewegung namens True Love Can Wait oder True Love Waits. Wahre Liebe kann warten. Jugendliche werden ermuntert, ein Commitment zur sexuellen Enthaltsamkeit abzulegen und mit der Aufnahme sexueller Beziehungen bis zur Ehe zu warten. Was für die meisten bedeuten würde, dass sie eher den Umgang mit einer Waffe als mit einem Sexualpartner üben könnten. Wie immer, wenn zur Abstinenz aufgerufen und versucht wird, diese durchzusetzen, entsteht eine Subkultur der Ersatzhandlungen und der Ersatzprodukte. Bei der Prohibition wie bei True Love Can Wait. Denn manche wollen oder können nicht warten. In Schweden, einem Land, das dem Modell einer sozialdemokratischen Erziehungsdiktatur am nächsten kommt, trat am 1. Januar 1999 das Gesetz zum Verbot des käuflichen Erwerbs sexueller Dienstleistungen in Kraft. Freier, die sexuelle Dienstleistungen erwerben, drohen erhebliche Geldstrafen bzw. Haft bis zu 6 Monaten. Das Verbot der Prostitution wurde damit begründet, dass diese mit der Würde der Frau nicht vereinbar sei. Deswegen richtet sich das Gesetz nur gegen die Kunden, nicht gegen die Prostituierten. In der Praxis aber hat es vor allem dazu geführt, dass der Straßenstrich verschwunden ist und das ganze Geschäft indoors verlegt wurde. Wer heute zum Beispiel nach Schweden reist und bei einem der vielen Call-a-Pizza-Dienste eine Pizza bestellt, muss damit rechnen, dass diese von einer jungen Frau angeliefert wird, die für einen kleinen Aufpreis zu weiteren Dienstleistungen bereit ist. Außerdem hat auch der Sextourismus in die baltischen Staaten erheblich zugenommen, wo man aufgrund der ökonomischen Umstände moralisch weniger restriktiv ist. Und noch ein Fall von Mut zu Moral. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, inzwischen 52 und einigen noch als wilde Punkerin in Erinnerung, hat vor kurzem in der moribunden ARD-Vorabendshow mit Thomas Gottschalk gesagt,
sie fände es sehr schade, dass es keine Zwangsheirat mehr gibt. Sie sei nämlich eine begnadete Matchmakerin und habe schon 4 Paare erfolgreich verkuppelt. Nur bei ihren eigenen 3 Kindern habe es leider bis jetzt noch nicht geklappt. Ja, es gehört viel Mut dazu, solche Sätze von sich zu geben, und noch mehr Dummheit und Selbstgefälligkeit. Sind das Beispiele von Mut zur Moral, die es verdienten, der Nachwelt überliefert zu werden? Nein. Dann doch lieber noch ein Gedicht von Günter Grass, in dem er uns sagt, was unbedingt gesagt werden musste, auch wenn es schon alle wussten. Oder noch eine Rede von Martin Walser, in der er vor Kühnheit zitternd über die Moralkeule Auschwitz resoniert, die ihm die Laune verdirbt. Wobei natürlich klar ist, je mehr einer damit kokettiert, zu lange geschwiegen zu haben oder den eigenen Mut bewundert, mit dem er offene Tore einrennt, umso gründlicher hat er sich auf die Präsentation seines moralischen Hochseilakts vorbereitet. Nein, man braucht in Deutschland von heute keinen Mut, denn alles, was man riskiert, ist eine Einladung zu Maybrit Illner oder Günther Jauch oder zum Sommerfest des ZDF. Und die wenigen, die in der Tat etwas riskieren, erfahren sehr schnell, dass die Gesellschaft sich eher von ihnen distanziert, als sich mit ihnen zu solidarisieren. Mut, wirklicher Mut, wird nicht honoriert, sondern sanktioniert. Seit genau 23 Jahren lebt der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie mit einer Fatwa, die der iranische Ayatollah Khomeini am 14. Februar 1989 gegen ihn verhängte. Die ersten 10 Jahre musste Rushdie untertauchen, er war permanent auf der Flucht. Inzwischen traut er sich wieder in die Öffentlichkeit, aber das Todesurteil schwebt über ihm wie das Schwert des Damokles. Und Rushdie weiß, dass es jederzeit vollstreckt werden kann. Die Fatwa wurde mehrmals bestätigt, zuletzt im Frühjahr 2005. Und das Erstaunlichste an diesem Skandal ist, wir haben uns an ihn gewöhnt, nehmen ihn kaum noch wahr. Wir unterscheiden weiter feinsinnig zwischen dem Islam und dem Islamismus und hören, ohne auszuflippen oder uns aufzuregen, wie auf der Islamkonferenz beim Bundesinnenminister der Islam als eine weltoffene und tolerante Religion definiert wird. Wie tolerant und weltoffen der Islam ist, das konnten die Redakteure der dänischen Zeitung Jyllandsposten erleben, nachdem sie Ende September 2005 ein Dutzend exzessiv harmlose Karikaturen über den Propheten Mohammed veröffentlicht hatten. Ich habe dank der Hilfe von Frau Buttenschön diese 12 Karikaturen kopiert. Sie finden sie hier. Und wenn Sie Lust haben, ich kann sie nur empfehlen, schauen Sie sich nachher diese Karikaturen an. Etwas Harmloseres haben Sie, glaube ich, in Ihrem Leben noch nicht gesehen. Einige Karikaturen sind lustig, einige sind unverständlich. Eine ist ausgezeichnet, nämlich dieser hier. Da steht ein Müller auf einer Wolke im Himmel und ruft runter zu seinen Kindern auf der Erde: Hört auf, uns Märtyrer zu schicken, uns sind die Jungfrauen ausgegangen. Der größte Stein des Anstoßes war die Karikatur, die Sie rechts oben sehen, das war die von Kurt Westergaard. Sie zeigte einen, was auch immer, Moslem, Islamisten, Mullah mit einer im Turban eingebauten Bombe. Das gab damals eine riesige Aufregung in Deutschland. Ich habe das alles in einem Buch komplett dokumentiert. Was mir damals am besten gefallen hat, Fritz Kuhn, einer der Grünen aus der Realo-Fraktion, der als vernünftig und pragmatisch und klug und gemäßigt gilt, Fritz Kuhn hat damals gesagt, diese Karikaturen würden ihn an die antisemitischen Karikaturen des Stürmers erinnern. Er hat das wirklich gesagt. Ich konnte mir diesen Satz von ihm nur auf zweierlei Weise erklären. Entweder er hat den Stürmer noch nie gesehen oder er hat eine phänomenale pränatale Erinnerungsgabe, weil er im Jahre 55 geboren wurde. Aber das erinnert ihn an den Stürmer. Schauen Sie sich nachher an, es lohnt sich fürs Leben. Es dauerte einige Monate, bis sich der Frevel in der islamisch-arabischen Welt herumsprach. Dafür waren die Reaktionen umso heftiger.
Bei gewalttätigen Protesten gegen Dänemark kamen über 100 Menschen ums Leben. Dänische und norwegische Botschaften wurden angegriffen. Auf das Gebäude von Jyllands Posten wurden zwei Anschläge verübt. Einer der Zeichner, Kurt Westergaard, entkam nur knapp einem Mordanschlag durch einen Angehörigen jener toleranten und weltoffenen Religion, die jeden Zweifel an ihrer Toleranz und Weltoffenheit mit einem Wutausbruch beantwortet. Umso erstaunlicher war, dass 5 Jahre später, im September 2010, jener Kurt Westergaard, in Potsdam den Medienpreis des Sanssouci-Kolloquiums verliehen wurde, als Anerkennung für sein unbeugsames Eintreten für Presse- und Meinungsfreiheit und für seinen Mut, zu diesen demokratischen Werten zu stehen. Der Preis wurde von Kanzlerin Merkel überreicht. Die Laudatio hielt Joachim Gauck, inzwischen Präsident der Bundesrepublik. Gauck sagte unter anderem: Heute, lieber Kurt Westergaard, heute sind Sie es, der uns ermutigt zu eigenem Mut. Wir loben und preisen das, wovon wir zu wenig haben. Es ist eine Tugend, einem überzeugenden Argument zu weichen, aber es ist Feigheit, einer Bedrohung von Feinden der Freiheit zu weichen. Nun ist seitdem einiges passiert. Zuletzt haben aus Sorge um den ewigen Frieden der in Deutschland lebenden Ungläubigen Salafisten, also besonders gesetzestreue Moslems, in über 40 deutschen Städten Zehntausende von Koranexemplaren kostenlos verteilt. In einigen Städten wurde die Aktion vom Ordnungsamt untersagt. In anderen wurden die Ungläubigen, also Leute wie Sie und mich, darüber belehrt, dass es gefährlich werden könnte, den Koran wie ein Werbeprospekt achtlos wegzuwerfen. Das könnte als Beleidigung verstanden werden und schlimme Folgen haben. Als Reaktion auf die Aktion der Salafisten wollte eine Bürgergruppe in Nordrhein-Westfalen in der Nähe einer Salafistenmoschee die 12 Mohammed-Karikaturen, also diese hier, aus Jyllands Posten ausstellen. Dies wurde der Bürgergruppe durch einen Erlass des NRW-Innenministers Ralf Jäger, SPD, untersagt. Denn, so die Begründung des Ministers, vor dem Hintergrund der zu erwartenden nationalen und internationalen Medienberichterstattung sei mit Straftaten von Personen aus dem islamischen Spektrum und auch einer Erhöhung der Gefährdungssituation für Kurt Westergaard selbst zu rechnen. Gegenüber dem ZDF begründete der Innenminister das Verbot ganz anders. Er sagte, diese Aktion ist widerlich, weil sie eigentlich eine friedliche Religion wie den Islam versucht herabzusetzen, auf ganz schäbige Art und Weise. Das wollen wir hier in Nordrhein-Westfalen nicht, das wollen wir nicht tolerieren. Einerseits rechnete der Innenminister mit Straftaten von Personen aus dem islamischen Spektrum, andererseits wollte er eine friedliche Religion wie den Islam nicht herabgesetzt wissen. Bitte finden Sie den Widerspruch zwischen diesen beiden Aussagen selbst heraus. Am 30. April dieses Jahres hob das Verwaltungsgericht Düsseldorf den Erlass des Innenministers auf. Das Gericht sagte, die notwendigen Voraussetzungen seien nicht gegeben. Der angefochtene Bescheid beschränke sich auf eine reine Bewertung ohne tatsächlichen Bezug. Das Oberverwaltungsgericht in Münster bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz. Daraufhin kam es am 1. Mai, also vorgestern, in Solingen zu einer Straßenschlacht zwischen den Salafisten und der Polizei. Sie prügelten mit Fahnenstangen auf die Beamten ein und bewarfen sie mit Steinen. Und um keine Zweifel an ihrer toleranten und weltoffenen Haltung aufkommen zu lassen, taten sie all dies im Zeichen von Al-Qaida-Fahnen. Diese Art von Mut und diese Art von Moral sollten wir uns merken. Wir werden mit beiden noch öfter zu tun haben. Vielen Dank. Danke. Danke sehr. Ja, Sie haben gesagt, es können ja nicht alle einverstanden sein. Ich bin durchaus nicht ganz einverstanden mit allem, was Sie heute gesagt haben. Ich habe einige Freunde aus Ägypten und die sind natürlich
alle sehr koranfest und ich habe mich dann mit denen öfters mal unterhalten, eben weil es öfter diese Kontroverse gibt, ist jetzt der Islam eine gefährdende Religion oder nicht? Und ich denke eben, dass man da wesentlich mehr differenzieren muss zwischen Salafisten oder Islamisten, die dann aufgrund solcher Karikaturen, die sie als harmlos bezeichnen, was ich auch nicht ganz so unterschreiben würde, dann letztendlich irgendwie Gewalttaten vollziehen und zwischen den Leuten, die wirklich weltoffen sind, und ich habe eben die Menschen, die wirklich mit dem Koran genauso umgehen, wie wir auch mit der Bibel, dass wir es eben nur als Anhaltspunkt nehmen und es eben nicht wörtlich auslegen, dass es eben solche und solche gibt und dass ich eben glaube, dass man die alle über einen Kamm zu scheren ein bisschen eine schwierige Sache finde und deshalb bin ich mit dem Punkt nicht ganz einverstanden und vielleicht können Sie dann noch mal ein paar Worte dazu sagen, ein bisschen differenzieren. Ja, ich finde das vollkommen richtig, was Sie sagen. Es gibt in der Tat solche und solche. Ich kenne auch einige Ägypter, einige Syrer, ich kenne viele Iraner und die sind ganz anders. Aber das sagt überhaupt nichts, weil das Entscheidende am Islam ist, wie er angewandt und praktiziert wird und nicht wie ihn einige liberale, aufgeklärte Intellektuelle verstehen. Und Sie müssen sich nur die Gewaltbilanz der letzten Wochen angucken, welche Fraktion oder welche Richtung die Moschee einer anderen Richtung in die Luft gesprengt hat, wer wann wo welche Attentate begangen hat, was die Sekte Boko Haram in Nigeria macht, wie viele Kirchen sie überfallen hat. Und dann kann ich nur sagen, schon möglich, dass sie den Islam missverstehen. Aber dann müssten es die Moslems selbst sein, die das ihnen klar machen. Und das ist bis heute unterblieben. Und dann, wissen Sie, Sie müssen schon vielleicht sagen, was Sie an diesen Karikaturen anstößig finden. Karikaturen dürfen ja anstößig sein. Übertreibungen, Gemeinheiten, Bosheiten fallen nicht in den Bereich des Strafgesetzbuches. Und Sie werden täglich in den deutschen Zeitungen Karikaturen finden, die viel härter mit dem Papst umgehen, mit dem deutschen Klerus umgehen, die sich über deutsche Würdenträger lustig machen. Und diese Leute riskieren nicht ihr Leben, während das in dem Falle der Fall gewesen ist. Ich habe Kurt Westergaard vor einem Jahr zuletzt besucht. Er wohnt in Aarhus. Und seit dem Mordanschlag, dem er knapp entgangen ist, lebt er im Gefängnis. Er lebt immer noch in seinem Haus. Das Haus wird 24 Stunden rund um die Uhr überwacht. Er kann nicht mal ins Kino oder den Supermarkt gehen, ohne dass eine Leibwache mit ihm ist. Und wenn Sie dann kommen und sagen, dass die Moslems natürlich nicht so alle so sind, was vollkommen richtig ist, damit haben Sie eindeutig recht, dann kann ich nur sagen, wissen Sie, es gibt liberale, aufgeklärte, freundliche Moslems, die in der Tat so weit sind, den Koran als eine Schrift zu nehmen, die man im historischen Kontext verstehen muss, aber es gibt keinen liberalen, weltoffenen oder toleranten Islam. Sie müssen sich überlegen, dass zurzeit in Kairo eine Fatwa beraten wird. Ich will niemanden den Appetit für das Mittagessen verderben, aber das Beispiel muss ich Ihnen sagen. Zurzeit wird in Kairo eine Fatwa beraten und Kairo ist nun wirklich im arabischen Raum vermutlich die liberalste Stadt, mit dem höchsten Anteil an Akademikern, an Mittelständlern, an Leuten mit Hochschulabschlüssen. In Kairo wird eine Fatwa beraten, ob ein Mann mit seiner toten und verstorbenen Ehefrau Sex haben darf. Und die Leute, die die Fatwa durchführen wollen, die die zum Gesetz machen wollen, also die Salafisten, sind der Meinung, ja, aber die Frau darf nicht länger als 6 Stunden tot sein. Und ich kann nur sagen, eine Kultur oder eine Religion, die sich mit solchen Problemen beschäftigt, die ist nicht in der Lage, im 21. Jahrhundert sich vernünftig zu verhalten. Wir sind da verschiedener Meinung, Ihre ist so legitim wie meine, aber Sie müssen lange nach Beispielen suchen, wo es Aktivitäten aus dem Islam gibt zur Bekämpfung radikaler Tendenzen im Islam. Übrigens halte ich in der Tat die Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus für eine Erfindung westlicher Intellektuellen, um sich aus ihrer Pflicht, das Phänomen klar analysieren zu müssen, davon zu machen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, es ist auch keine konkrete Frage, es ist nur so ein 2, 3 Gedanken zu dem, was Sie gerade nochmal gesagt haben. Und ich persönlich gehöre einer Glaubensgemeinschaft an, die im Iran stark verfolgt wird. Ich bin Bahai. Und
und ich gebe, also ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es durchaus eine Menge Menschen gibt, die radikale Überzeugungen mit dem Islam begründen. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Menschen, die radikale Überzeugungen mit dem Christentum begründen. Sie äußern sich nur anders. Eine nette Aussage ist zum Beispiel von George W. Bush gewesen, der den Irakkrieg mit dem Christentum begründet hat. Und da sind auch eine Menge Menschen gestorben. Das wird anders aufgefasst in den Medien, aber trotzdem ist es meiner Meinung nach nichts anderes als die Selbstmordattentäter, die eben nicht eine Riesenarmee zur Verfügung haben, sondern auf andere Art und Weise Gewalt ausüben. Und genauso gibt es Menschen, die atheistische Weltanschauungen dazu benutzen, um andere Anschläge auszuüben. Und ich glaube, grundsätzlich kann man jede größere Weltanschauung dazu benutzen, sie zu fanatisieren und sie für Gewalt oder andere unterdrückende Mittel zu benutzen. Und das ist nicht etwas, was sich allein auf den Islam bezieht. Und gerade wenn man jetzt nicht nur die letzten paar Jahre, sondern die größere Vergangenheit anguckt, wirklich überhaupt nichts, was sich allein auf den Islam bezieht, sondern sowohl auf Kommunismus als auch Kapitalismus, als auch Christentum, als auch alles mögliche andere. Und nur momentan gibt es eben ein paar mehr Leute, die in ärmeren Ländern und in schwierigeren Umständen leben, die islamisch sind und die deshalb zu radikaleren Mitteln greifen. Ja, einer der Ärmsten war Osama bin Laden, der wegen seiner schwierigen Kindheit Terrorist werden musste. Ich behaupte nicht, dass alle Leute wegen schwierigen Kindheiten Terroristen wurden. Die meisten Leute, die solche Gruppen leiten, sind genauso akademisiert wie alle Leute, die Staaten leiten und die auch abstruse Ideen haben können. Aber also für mich klingt es ziemlich stark nach, ich zitiere jetzt Hagen Rether, spalten statt versöhnen. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Sie zitieren Hagen Rether? Sie können gleich Leni Riefenstahl zitieren. Die war genauso gut, wenn nicht noch besser. Nein, seien Sie nicht böse. In einem akademischen Umfeld, in einem so wunderbaren Saal zu entweihen, mit der Nennung von Hagen Rether, sollte mit der sofortigen Exmatrikulation bestraft werden. Nein, aber davon abgesehen, wissen Sie, was Sie vertreten, ist so dieser extrem beliebte Kulturrelativismus, den ich nachvollziehen kann, der inzwischen in der Bundesrepublik, nein, in ganz Europa, ziemlich weit verbreitet ist. Aber vorher eine Frage, Sie sind deutscher Bahai? Sie kommen nicht aus einer iranischen Familie? Nein. Das heißt, Sie sind den Bahai beigetreten, wie so andere Freunde von mir, dem Buddhismus auftreten, das ist die Religion der Atheisten. Ja, waren Sie schon mal im Iran? Nein. Haben Sie mal mit Bahai-Flüchtlingen aus dem Iran gesprochen? Ja, und die sind geflohen, weil das System sich zu ihnen so gut verhalten hat, nicht wahr? Sicher nicht. Ja. Nein, die schrecklichen Sachen sehen so aus, dass in der Tat die Situation der Baha'i im Iran heute vergleichbar ist, ziemlich gleich ist der Situation der Juden in Deutschland bis 1939. Also nicht nach Beginn der Entlösung, sondern in der Zeit der Diskriminierung und der Herabsetzungen. Das ist die Lage der Baha'i. So. Und mich überrascht es, dass jemand, der sozusagen aus der Sicherheit seiner deutschen Kindheit den Baha'i beitritt, die tatsächliche Verfolgung der Baha'is, die als Baha'i zur Welt gekommen sind und gar keine andere Chance hatten, als im Iran groß zu werden, so leichtfertig vom Tisch wischt. Okay, das ist das eine. Das andere ist, ich sagte, Kulturrelativismus. Wissen Sie, es gibt so wunderbare Schriften von Feministinnen, an der Humboldt-Universität ist eine ganze Schriftenreihe dazu erschienen, die sagen, es ist doch eigentlich egal, ob eine Frau von der Gesellschaft genötigt wird, sich auszuziehen, also ein Bikini zu tragen, oder ob eine Frau von der Gesellschaft dazu genötigt wird, eine Burka zu tragen. Wenn man dieses Prinzip sich erstmal zu eigen macht, ist eigentlich alles egal. Es gibt zum Beispiel überall in der Welt Gefängnisse. Man kann auch sagen, Gefängnisse sind schrecklich. So wie Sie gerade gesagt haben, Kommunisten, Atheisten, Kapitalisten, Mohammedaner, Christen, Juden, was auch immer, begehen alle Verbrechen, was zweifellos richtig ist. Aber wenn Sie zum Beispiel die Chance hätten, wenn Sie die Aufgabe hätten, ins Gefängnis gehen zu müssen, und Sie könnten sich entscheiden, ob Sie lieber in Dänemark oder in Pakistan in ein Gefängnis gehen, würden Sie sich wahrscheinlich für Dänemark entscheiden. Also dass Phänomene phänotypisch gleich sind, sagt überhaupt nichts über den tatsächlichen Inhalt aus.
Und sie müssen lange, Baptisten, Pietisten, Methodisten, Mainstream-Christen, Mainstream-Juden suchen, die zwei Flugzeuge in zwei Häuser gelenkt haben und dabei 3000 Leute zu Tode gebracht haben. Sie sagen, das ist das Gleiche wie Krieg. Man kann diese Meinung vertreten. Aber im Krieg gibt es noch ein paar Verantwortliche. Ein Krieg wird durch ein Gremium genehmigt, meistens sind sie Parlamente, und durch diese Parlamente wird er beendet. Und ich finde es einen unglaublichen Frevel zu sagen, alle sündigen, die sündigen halt ein bisschen mehr. Sie haben ein Argument vergessen, das in solchen Momenten immer wieder auftaucht, die Kreuzzüge. Das unglaubliche Sündenregister des Christentums, das in der Tat beachtlich ist. Aber die Kreuzzüge fanden, glaube ich, im 11. Jahrhundert statt, das ist eine Weile her. Und das, was die Salafisten und Islamisten heute leisten, die Tausenden von Toten, für die zuständig sind, die Unterdrückung der Frau, die Unterdrückung der Minderheiten, die Unterdrückung von allem, das nicht so ist, wie sie sein wollen, findet heute statt. Ich finde es auch ungeheuerlich, wissen Sie, dass Salafisten in der Bundesrepublik den Koran verteilen. Und es ist nicht das Gleiche, wenn Zeugen Jehovas an der Ecke stehen und den Wachturm still da anbieten. In diesem Verteilen des Korans liegt eine aggressive Absicht. Und wenn dann einer dieser Leute, die den Koran verteilen, sagen, wir wollen für euch nur das Beste, wir wollen, dass ihr nach dem Tod nicht in der Hölle schmort und die einzige Möglichkeit, der Hölle zu entgehen, ist, uns beizutreten, das ist eine Nötigung. Ich hätte auch nichts dagegen, dass hier der Koran verteilt wird. Ich finde nur, dass solche Aktionen auf der Basis von Quid pro Quo erfolgen müssen. Die können hier so viel Korans verteilen, wie sie wollen, wenn wir dafür in Pakistan, in Saudi-Arabien die Bibel verteilen können. Und wie dieses Experiment ausgehen würde, da fragen Sie mal Ihre Baha'i-Freunde, die wissen es. Applaus